aber nur zum Spaß. Los geht's. Also soll ich noch so ein Spiel machen? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Also Polizei ist hier. Nothing to see here, kid. What can I do for you, kid? Nichts, nichts, nichts. Du kannst für mich gar nichts tun. Lass uns mal ein Spiel zum Spaß machen. Let's play! Shit! Boah, ich kann's nicht mehr. Die ist zu gut. Oh, okay. Noch ist alles offen. Wie sagt man so schön? Das Spiel ist erst am Ende zu Ende, ne? Jawolla. Okay, you win. Fair and square. Another game? Nee, noch ein Spiel möchte ich nicht. Unser Balken ist schon ziemlich runter, ne? Also. Okay, öffnen. So, wir haben jetzt die Möglichkeiten weiterzureisen. Mit dem Bus. Zu Fuß. Oder ein Auto zu knacken. Ein Taxi zu rufen oder zu trampen. Ich glaube, wir werden trampen. Oder den Bus. Für den Bus bezahlen 7 Dollar. Oder ein Taxi rufen. Aber wir haben nicht so viel Geld, ne? Was kostet uns das Taxi? Kann ich noch nicht sehen, ne? Okay, warte mal. Trampen. Lass uns trampen. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal. So langsam müssen wir ja mal vorankommen, ne? Also auf jeden Fall sind wir schon weitergekommen als vorher. Oha! Die Verbrecher auf dem Motorrad. Ich habe vorhin das Motorrad gewählt und jetzt... Danke fürs Mitnehmen. Das Motorrad ist so cool. Wir sind schnell unterwegs. Hey, Kid! On your travels, have you met a woman named Sonia? No. Glaube nicht. You'd know if you had. She's only the prettiest flower in all of Petria. Sie ist die schönste Blume. Oh. But now, some troubling news. Guck mal lieber auf die Straße. Sonia is in danger. Someone wants to end sweet Sonia's life. Oh Gott. Our plan is to stop this would-be killer. Before they kill Sonia. Yeah, before. Weißt du irgendwas über den Killer? Hunches, the psycho is a taxi driver. Oh Gott. Wie gut, dass wir nicht mit dem Taxi gefahren sind. No. But like we're saying, this taxi driver is a psycho. Okay. Taxi driver? It would make sense. What doesn't stand is ein Kind im Beiwagen sitzen zu haben. Oh nein, nicht schon wieder. It being in the shape it is. Was ist mit dem Beiwagen? You've gone and scared the kid, Mitch. Didn't I? Oh, shoot. Ask us a question if you'd like. Could take your mind off your fear. Könnte dich von deiner Angst... Nee, ich will keine Fragen stellen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße überlebt? Weißt du, wie ich über die Grenze komme? Gibt es viel Polizei auf der Route 96? Sure is. That's why Mitch and I don't venture yonder.
Don't venture yonder. Halte dich dort fern, okay. Unser Präsident sollte was? Warte mal, das ist Trampen. Unser Polizist. Das ist Wählen. Und Kampf. Ich bin dafür, dass die Polizisten abzuschaffen. Oh, absolutely. Mitch and I talk about this all the time. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Bist du sicher, dass der Beiwagen sicher ist? Long as you lean into the turn. Solange du dich in die Kurven lehnst. Okay, ich werde mich in die Kurven lehnen. Just move left and right. Give it a whirl. Probiere es aus. Wie lehnt man sich? Not bad. Na toll. Das war super, das war super. That's nothing. Get on up here, little lady. Don't be scared. Los geht's. Go on then. Oh mein Gott, ich habe Angst. Klettern. What do you think, kid? Yeah, what do you think? Das ist unglaublich. Nimm die Hände ans Lenkrad. Das ist der Taxifahrer. Could be Sonia's would-be killer. Kid, get back in the sidecar and help us catch that cab. Oh mein Gott. Dagnabbit! Oh je. Das ist gar nicht so einfach. Die machen hier voll das Chaos. Stan! We needs to go faster. Like I didn't know, Mitch. Noch schneller. He's dein Ernst? Getting away. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Oh mein Gott. Herrgott. Oh, sidecar, Stan. It's come undone. Na toll. Kid, did you get a look at the driver? Nein, habe ich nicht. Picking this kid up was a waste of our time. Ja, natürlich bin ich eine Zeitverschwendung. Lass mich in Ruhe. Tut mir leid, mein Fehler. I hate to admit it, little lady, but Stan's aber Stan right. Hat recht. Ja, ja, ja. I'm gonna have to cut you loose. Ja, geh ohne mich weiter. But we'll stop this lunatic. I knew it. So long, kid. Stan and me! Aber wir sind ein ganz schönes Stück weitergekommen. Vielleicht war Trampen doch nicht die Idee. Aber 119 Kilometer noch bis zur Grenze. Okay. Wir sind weit gekommen. Wir sind weit gekommen. Aber unser Balken ist jetzt schon richtig runter. So langsam müssen wir aber was essen oder sowas, ne? Infinity. Puh.
Police Control, okay. Schauen wir mal, unsere Energie ist fast zu Ende. Dass wir hier nicht in Ohnmacht fallen. Bisschen schneller laufen. Vielleicht ist es keine gute Idee, die Polizistin da anzuhauen, aber... Vielleicht ist das sogar die Polizistin, diese, die Mutter, diese Ex-Mutter von dem Dings. No good, flippin' tire. Du hast Fanny kennengelernt, Fanny. Ist alles okay? Just some car trouble, kid. What are you doing out here? Autopanne, kann ich helfen? Ich kann helfen. You changing the subject on me? Well, if you got any advice, I guess it wouldn't hurt to hear it. Ich bin sowas wie ein Reifeninspektor. Meine Mutter hat mir einen Trick beigebracht. Wir könnten einen Abschleppwagen rufen. Then have at it, kid. Okay, Reifen abnehmen. What are you? A tire whisperer? Was bist du, ein Reifenflüsterer? Ja, wahrscheinlich. Reservereifen anbringen. Hey, don't stop there. The pump's behind you. Luftpumpe ergreifen. You know, you remind me of my son. He's always fixing things. Always breaking things too. Here. Schluss. Thanks a lot, kid. Okay, wir haben hier den Reifen gewechselt. Wir waren nett. Just my luck. Come on, follow me. Warum soll ich dir folgen? Yes? Ach, wir sollen uns da drunter stellen, damit wir nicht nass werden. Bist du auf Patrouille? I'm everywhere these days, including auf Road 96. Okay. I'm working a case. Ich arbeite einen Fall, es ist, und der ist erfordert. Also ein schlechter Tag, hm? It's been a bad summer, really. Sorry. Ich habe einfach viel um die Ohren. Wollen Sie darüber reden? That's all right. No offense. Nur weil ich ein Kind bin? Take it easy, kid. Fine. Na gut, ich sage es dir. It's just that my son, ihr Sohn, my adopted son, ah, hab ich doch gewusst, ist weggelaufen, okay. Darf ich fragen, warum? Ich wusste etwas, das er nicht wusste, ein Geheimnis. A secret. Und als ich ihm erzählt habe, ist er wütend geworden. He got upset. Geheimnisse sind gefährlich, ja, das stimmt. They really can be. You're right. I told him who his biological parents were. Or as much as I know about them anyway. Wie ich über sie weiß. Warum hat er sich aufgeregt? I always told him I didn't know. I was lying. It was hard on him too because of who they were. Wer waren sie? They were...
der schwarzen Brigade näher. Wer sind die Brigaden? Nochmal fragen. Die Terrorgruppe, die für den Anschlag an der Mauer verantwortlich sind. Oh, ich verstehe. Darf ich fragen, wie sie ihn adoptiert haben? You know about the attack in 86, right? Ja. That's the day I met my son. Sie waren da an dem Tag? Okay. Yeah. I was working security. Sicherheitsdienst gearbeitet. Unsere Aufgabe war es, Tyrek bei der Eröffnungsfeier der Mauer zu beschützen. Und wann ist dann passiert? Everything was going fine until it wasn't. Alles lief gut, bis alles schief ging. Before it crashed into the mountain. Just a flash. Next thing I knew, rocks were falling on the crowd. It was awful. Klingt wirklich unheimlich. You have no idea. The screams. Oh my God. Everything was just so terrible. At some point, I looked down and there was my son, silent. Er war ganz still, voller Staub. Er schaute hoch zu mir. Looking up at me. Maybe I should. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. But aber ich habe ihn aufgehoben und nach Hause genommen. I just had to make sure he was going to be safe. I had to. Was ist dann passiert? Hat niemand nach ihm gesucht? I looked in the papers for months after. Searched the missing children reports every day. There was nothing. Aber da war nichts. It's not unusual for brigades to cut ties with family. Glauben Sie, seine Eltern sind tot? I do. What other explanation is there? I guess I deserve all this. I kept the truth from my baby. Warum haben Sie mir es nicht schon früher gesagt? I thought it would hurt him. It did. But part of me didn't tell him because I was jealous that I wasn't his real mother. Er wird zurückkommen, keine Sorge, es muss schwer für ihn sein. Er weiß, dass sie ihn lieben. I hope so. Central to Unit 2, do you copy? Over. I should get that. Look, kid. I don't know what you're up to out here. Just promise me something. Turn around and go home, okay? Your parents miss you. Das hat uns jetzt aber nicht wirklich weitergeholfen, dass wir was zu essen haben, ne? Trampen schon wieder? Ob das so eine gute Idee ist? Später. Okay. Verlassene Straße und entlang gehen. Okay. Noch 60 Kilometer. Kriegen wir hin. Es gibt nur noch eine Person, die wir kennenlernen müssen. Wir haben Zoe, wir haben John. Fanny ist die Mama von Alex. Denn Mitch haben wir ja schon zweimal zu tun gehabt. Oh, guck mal, hier ist Stan und Mitch 38%. Sonja haben wir nur im Fernsehen gesehen, 0%. Ja, so langsam ist aber 15. Juni 96. Wir haben leider nichts zu essen. Quick, take his money!
Ja, unser Geld ist weg. Das ist nicht so schön. Kein Geld mehr. Die 24 Dollar, die wir hatten. Plakat, das für Jugendgrenzgruppen wirbt, okay. Wir müssen dringend mal was essen hier, ne? Also, rufen Sie das an, wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigaden haben. Oder drüben. Wir kommen da gar nicht rüber, okay. Was können wir denn hier machen? Nehmen. Okay. Okay. Gewalt ist keine Lösung, aber keine Gewalt kommt auch nicht weiter, ne?